Was gibt es Schöneres, als die ersten sonnigen Tage im Jahr für einen Tierparkbesuch zu nutzen? Inmitten der blühenden Natur und umgeben von niedlichen Tierkindern stellen sich Fröhlichkeit und gute Laune ganz von selbst ein. Die kleinen Trampeltierchen sind Halbgeschwister und verstehen sich prima. Ihre liebsten Beschäftigungen: gucken, spielen, trinken. Zur Not auch zu zweit an einer mütterlichen Milchbar. Überall im Park werden Jungtiere gesäugt. Es piept, es blökt und es zwitschert an allen Ecken und Enden. Bei den Pinselohrschweinen gibt es neugierige Nasen und eine freche Ferkelei. Und was kommt jetzt? Ein pelziges Trio. Mitte Januar geboren, entdecken die Kamtschatka-Bärchen Igor, Ivan und Irina unter den wachsamen Augen von Mutter Mascha ihre Welt. Und die ist spannend, vielfältig und groß. Auch wenn es mit der Koordination noch ein bisschen hapert, kuscheln mit Mama können sie schon perfekt. Erst tief hinunter, jetzt hoch hinaus. Giraffenkalb Madiba fiel bei seiner Geburt etwa 2 Meter tief auf den gepolsterten Boden. Inzwischen ist der große Kleine täglich in der Giraffensavanne unterwegs, auch wenn das Gras schon lockt. Am besten ist doch Mutters Milch. Und das gilt nicht nur für Giraffen. Danke, Meister Adelbart. In diesem Frühjahr warst du wirklich sehr fleißig.